Herzlich willkommen, liebe Gäste. Ich öffne die Pressekonferenz heute nach dem Spiel in der DKB Handball-Bundesliga. TuS Lübbecke gegen den HSV Handball. Endstand 28:34. Wir hatten 2110 Zuschauer heute bei uns in der Merkur Arena. Ich begrüße die Herrschaften der Presse und begrüße natürlich ganz besonders zu meiner Linken den Trainer unserer Gäste, Christian Gordon, und zu meiner Rechten, Dirk Beuchler. Gratulation zunächst mal, Christian. Erster Saisonsieg. Man hatte schon einen Eindruck bei euch, kurz vor Schluss auf der Bank, da sind also richtige große Steine der Erleichterung, wenn man so möchte, vom Herzen gepurzelt. Ja, natürlich, hallo zusammen. Natürlich, das war der wichtig für uns, weil ich glaube, erste sechste Spiel, wir haben relativ gut gespielt. Ja, ich kann nur die erste Halbzeit gegen Löwen. Aber die Rest war sehr korrekt und das war schade jedes Mal. Und ja, mit ein bisschen Pech, wir haben die letzten vier Spiele verloren. Aber ich glaube, wir haben gut gekämpft und die Jungs haben super gemacht. Eine Stunde. Letztes Mal gegen Wetzlar zu Hause, wir haben letzte 10 Minuten ein bisschen Problem gehabt, aber die Jungs normal haben sehr viel gearbeitet, letzte 15 Tage und das ist ein Sieg der und das war schwer, weil natürlich Nettelstedt ist eine gute Mannschaft, sie haben gut gespielt und für uns das war wichtig, 2 Punkte holen für Meisterschaft, weil du hast schon gesagt, wir haben noch nicht einen Sieg gehabt und wir müssen uns der Vertrauen haben und ich glaube, wir sind in der rechten Weg im Moment. Danke. Dankeschön, Christian. Dirk, dritter Versuch, auch beim dritten Mal noch kein Heimsieg in der laufenden Saison. Deine Analyse des Spiels bitte. Erstmal wunderschönen guten Abend, Christian, Gratulation. Ich denke, der Sieg an Hamburg geht auch vollkommen in Ordnung. Ja. Ich denke, wir sind alle enttäuscht, wie du sagst, drittes Spiel zu Hause, dritte Niederlage. Ich denke, gegen Champions League-Sieger ist das verzeihbar, aber ich denke, gegen Minden, wo wir selber das Spiel in der Hand hatten, egal ob das Derby war oder nicht, es geht ums Spiel selber bei eigener Überzahl. So war das heute fast auch wieder ein Schlüsselpunkt, die eigene Überzahl. Aber fangen wir mal von vorne an. Erste Halbzeit bin ich nicht sehr zufrieden mit meiner Mannschaft. Wir waren überhaupt nicht präsent. Wie Christian sagt, HSV war da vom Kampf her, von der Bereitschaft her wesentlich besser als wir. Die waren aufgeweckter, wacher, konzentrierter, schneller, reaktionsschneller. Das haben wir vermissen lassen. 19 Tore sind für mich indiskutabel. Wir haben nicht gut gedeckt. Jeder hat seinen eigenen Mann gedeckt. Wir haben wieder die Abpraller dem Gegner überlassen. Und ja. So wie in Lemgo ungefähr. Was Gute war, dass wir in Anführungszeichen nur mit 3 Toren hingelegen haben. Ich denke, wir sind gut aus der Kabine gekommen. Wir haben es dann geschafft, gut zu decken. Mit dem Torhüter, der dann gehalten hat, mit Nikola. Haben dann bei 24 selber die Chance, in Führung zu gehen, in Überzahl. Verwerfen wir leider. Und dann kriegen wir auf einmal 3 Tore ineinander. Das war gegen Minden auch so. Da müssen wir natürlich dran arbeiten. Muss ich mit der Mannschaft mal reden, dass wir das besser machen müssen, weil in der Bundesliga gibt es viele Möglichkeiten oder jeder Spiel ist sehr, sehr hart und viele Zeitstrafen und wenn man natürlich dann die Möglichkeiten nicht nutzt, ist man selbst dran schuld, genauso auch in der Abwehr. Wir kriegen ein paar Tore, die für mich auch nicht korrekt sind in eigener Überzahl und daran müssen wir arbeiten. Da muss jeder noch mehr Konzentration haben und leider hat sich die Mannschaft heute nicht belohnt. Mit der ersten Halbzeit kann man nicht zufrieden sein. Dann haben wir es geschafft, uns ranzukämpfen. Aber schaffen es dann nicht, in Führung zu gehen. Ich denke, wenn wir da das geschafft hätten, in eigener Überzahl in Führung zu gehen, dann hätte das Spiel kippen können. Haben wir leider nicht geschafft. Und am Schluss ist es ja oft so im Sport, dann verlieren alle den Glauben an den Sieg. Und deswegen verlieren wir dann auch mit zu viel Toren Unterschied. Aber so ist das. Wir müssen jetzt wieder nach vorne schauen. Wir spielen am Mittwoch ein sehr, sehr schweres Spiel in Wetzlar. Das heißt, der Trainer, die Mannschaft hat nicht sehr viel Zeit, das aufzuarbeiten. Natürlich muss man dazu was sagen, aber wir müssen uns dann ab Montag wieder auf einen neuen Gegner vorbereiten. Es ist schade,
weil ich klar gesagt habe, dass die Punkte heute sehr, sehr wichtig sind, weil dann die Punkte auch gegen Lemgo, die wir in Lemgo gewonnen haben, doppelt zählen. Aber so laufen wir immer unseren Punkten hinterher. Zudem ist es echt schade, dass wir kein Heimspiel gewinnen. Das tut mir leid auch für die Zuschauer. Die kommen in die Halle, machen gute Stimmung und dann haben wir leider, bringen wir nicht die richtige Leistung. Aber ich hoffe, dass es dann in 2 Wochen anders wird. Aber erstmal müssen wir uns auf Wetzlar konzentrieren. Und ich hoffe, dass es dann besser wird. Und dann werden wir auch hoffentlich dann beim nächsten Spiel gewinnen. Dankeschön. Danke, Dirk. Gibt es Fragen seitens der Presse an die beiden Trainer? Alles geklärt für den Moment? Scheint so zu sein. Dann danke ich für die Aufmerksamkeit. Wir haben noch 2 Parallelergebnisse von heute Abend. Bergischer HC gegen GWD Minden 32-30 und HC Erlangen gegen VfL Gummersbach 25-24. Gebe ich dir gleich nochmal, Christian. Euch alles Gute für die weitere Saison. Gute Heimfahrt. Schönes Wochenende. Dankeschön.